Willkommen zu Star Citizen. Wir sind hier im Orbit von Microtech. Wir haben einen Blick auf den schönen blauen Planeten und seine Orbitalstation, Pod Tressler. Man kann hier weiter links auch die Station New Babbage auf dem Planeten erkennen. Wir wollen uns aber diesmal die neuen Raumstationen anschauen, die im Orbit der Planeten kreisen. Und zwar sind sie mit der Alpha 3.8 ins Spiel gekommen und bilden auch ein Hub, einen Startpunkt für Spieler, sodass es ein Vorteil ist, dort zu landen, um nicht immer den Weg auf die Planetenoberfläche und zurücknehmen zu müssen, wenn man zum Beispiel Monde der Planeten besuchen möchte. So haben wir ja hier schon des Öfteren mal reingeschaut. Das soll uns auch reichen. Wir fliegen hier noch mal einmal kurz drumherum, um uns dann die Station der anderen Planeten mal anzusehen. Eine gelungene Raumstation sieht richtig klasse aus. Der Planet sieht richtig klasse aus. Und jetzt wollen wir mal schauen, was so die anderen Planeten für Orbitalstationen spendiert bekommen haben. Ich würde sagen, dass als nächstes fliegen wir hier nach Hurston und schauen uns dort mal um. Ich werde das Ganze mit einem kleinen Cut abkürzen, sodass uns die Flugzeit erspart wird. Ja, dann machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt den Planet Hurston erreicht und sehen hier im Vordergrund die Orbitalstation Everest Harbor. Hier starten wir auch mal einen kleinen Rundflug ab. Links unten kann man übrigens das große Gebäude aus dem Weltall schon sehen, das Hurston Dynamics gehört, der Schiffswaffenhersteller, der diesen Planeten hier besiedelt hat.
Ja, vom Design sieht es etwas anders aus, wobei natürlich die Ähnlichkeit zu Port Dressler natürlich frappierend ist. Ne? Das ist also auch wieder ein Kreis und in der Mitte wieder diese Funkmasten, wenn sie das denn sind. Ja, sehr schön beleuchtet auch gerade. Und hier genau vor uns wäre dann die Landezone Lorville. Ja, dann werden wir uns jetzt zu dem nächsten Planeten aufmachen. Zu Arcorp. Kurz kontrollieren. Orbit Marker 1 war noch richtig. Und dann springen wir da einfach mal hin. Wir machen dann an dieser Stelle auch einen kleinen Cut und sehen uns wieder, wenn wir angekommen sind. Wir sind beim Planeten Arcorp eingetroffen. Wir sehen jetzt hier überhalb des Raumschiffes die Landezone Area 18. Aber wir wollen ja zur Orbitalstation, die wir hier sehen, bei Genie Point oder bei Yini Point. Und die Sonne geht gerade auf. Was für ein toller Anblick. Diesmal sieht die Orbitalstation etwas anders aus. Und ich bin immer wieder begeistert, dass sie nicht einfach alles Copy-Paste reinsetzen, sondern sich sehr viel Mühe geben, dass dieses riesige Universum auch wirklich unterschiedlich und interessant aussieht und kreativ für den Spieler, abwechslungsreich.
Ja, das ist der Anblick von oben. Ich konnte übrigens die drei Planeten mit einer Tankfüllung der Pisces anfliegen, muss aber jetzt, wenn ich zurück nach Port Olisar möchte, nochmal hier auftanken. Aber für so ein kleines Raumschiff ist das schon eine Leistung. Deshalb werde ich jetzt hier nochmal die Landeerlaubnis erbitten und den Sprit nachtanken. Versuchen wir es mal über das Display reinzugehen. Und hier vorne gleich. Immer wieder ein toller Anblick, immer wieder ein tolles Erlebnis. Sieht ja sehr komisch aus. Sind wir denn da ganz falsch geflogen? So. Scheint so. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir hätten natürlich noch den Gasplaneten Crusader gehabt, aber da ist ja die Orbitalstation Port Olisar, die ist ja allseits bekannt. Die haben wir uns mal geschenkt. Ich denke, es werden noch viele weitere in das Spiel integriert, die wir uns dann anschauen können. Aber so haben wir erstmal einen kleinen Überblick bekommen über die neu hinzugekommenen in der 3.8 und freuen uns sicherlich, diese Station zu haben, um nicht immer auf den Planeten runterfliegen zu müssen, wenn man zum Beispiel nur irgendwelche Aufgaben
an den Monden des Planeten zu erledigen hat. So ist das auch für kleine Jäger, die überhaupt kein Bett an Bord haben zum Ausloggen, eine bequemere Sache, mal eben hier kurz anzuhalten, aufzutanken und dann weiter zu den Monden zu fliegen, ohne zuerst auf die Planetenoberfläche, dann mit der Bimmelbahn vom Raumhafen zu den Hubs etc. fahren zu müssen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, werde hier noch ein bisschen Sprit nachtanken und ich denke, wir sehen uns mal wieder in Star Citizen.